Mikroskopisch gesehen besteht eine Reaktion aus der Bildung eines Übergangszustandes und dem Zerfall eines Übergangszustandes. Der Übergangszustand ist ein energiereicher Cluster und wird auch aktivierter Komplex genannt. In der einfachen Stoßtheorie nach Lewis und Rautz entsteht der Übergangszustand dadurch, dass zwei Teilchen mit genügender Energie zusammenstoßen. Zusammenstöße sind sehr, sehr häufig, allerdings haben die allermeisten Zusammenstöße zu wenig Energie, um den Übergangszustand zu erreichen. Nur dann, wenn die Energie des Zusammenstoßes ausreicht, den aktivierten Komplex zu erreichen, reagieren die beiden Teilchen und es entsteht das chemische Produkt. Konkretes Beispiel ist die Reaktion von Jodwasserstoff zu Jod und Wasserstoff in der Gasphase. Der Übergangszustand, durch ein Doppelkreuz symbolisiert, besteht aus vier Atomen, die einen energiereichen Cluster bilden. Man kann sich eine chemische Reaktion sehr schön am Reaktionsprofil veranschaulichen. Die horizontale Achse ist die Reaktionskoordinate, die vertikale Achse ist die potentielle Energie. Wir haben die Ausgangsstoffe, wir haben die Endprodukte und wir haben den aktivierten Komplex und erkennen die Aktivierungsenergie EA und erkennen auch die Reaktionsenthalpie, eine thermodynamische Größe. Einen elastischen Zusammenstoß kann man sich so veranschaulichen, dass die Edukte nur einen Teil des Aktivierungsberges erklimmen und dann wieder zurück sich bewegen. Nur wenn der Zusammenstoß energetisch genug ist, dass der Übergangszustand erreicht wird, geht die Reaktion weiter zu den Produkten. Wenn man die Lewis-Strauss-Theorie quantitativ fassen will, muss man die Anzahl der Teilchen mit einer gewissen Mindestenergie berechnen. Wenn wir zum Beispiel für unsere Musterreaktion eine Aktivierungsenergie von 50 kJ benötigen, dann entspricht dies einer Geschwindigkeit der Teilchen von 1770 Meter pro Sekunde. Nach Maxwell-Boltzmann können wir ausrechnen, wie viele Teilchen bei Raumtemperatur diese Geschwindigkeit haben. Wir stellen fest, von einer Milliarde Teilchen besitzen nur zwei Teilchen eine Geschwindigkeit von 1770 Meter pro Sekunde und höher. Nur diese 2 ppb der Teilchen kommen bei Raumtemperatur für die Reaktion in Frage. Die Anzahl der energiereichen Teilchen ändert sich dramatisch, wenn wir die Temperatur erhöhen. Bei 100 Grad Celsius haben schon 100 ppb der Teilchen eine Mindestgeschwindigkeit von 1770 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, es reagieren jetzt 50 mal mehr Teilchen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist 50 mal höher, obwohl die Temperatur nur um 73 Grad angestiegen ist. In der Flüssigphase verhält es sich deutlich anders mit den Stößen als in der Gasphase. Deshalb kann man mit der Stoßtheorie nach Lewis und Rautz in der Flüssigphase schlecht argumentieren. Wir können aber weiterhin annehmen, dass eine Reaktion aus der Bildung und dem Zerfall eines Übergangszustandes besteht. Nach der Eyring'schen Theorie verhält es sich so, dass die Edukte mit dem Übergangszustand in einem Quasi-Gleichgewicht sich befinden und der Übergangszustand dann mit einer gewissen Frequenz in die Produkte zerfällt. Diese Eyring-Theorie ist universell anwendbar und liefert für die Reaktionsgeschwindigkeit einen mathematischen Ausdruck, in dem die freie Aktivierungsenthalpie vorkommt. Der Unterschied der Instabilität zwischen Edukt und Übergangszustand. Der Weg zu dieser Gleichung ist wie folgt. Entscheidend ist die Konzentration des aktivierten Komplexes AB-Doppelkreuz. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird proportional zu dieser Konzentration angesetzt. Die Konzentration des Übergangszustandes erhalten wir aus dem Quasi-Massenwirkungsgesetz und die Gleichgewichtskonstante erhalten wir aus der Thermodynamik über die freie Enthalpie. Entscheidend für die Reaktionsgeschwindigkeit ist also der Unterschied zwischen Edukten und aktiviertem Komplex hinsichtlich der freien Enthalpie, also hinsichtlich der Entropie und der Enthalpie. Wenn wir eine Reaktion beschleunigen wollen, dann müssen wir entweder die Aktivierungsentropie erhöhen oder die Aktivierungsenthalpie erniedrigen. Sprich, wir müssen den Stabilitätsunterschied zwischen Edukten und
aktivierten Komplex erniedrigen. Hier haben wir schematisch die freie Enthalpie von den Ausgangsstoffen und dem aktivierten Komplex zunächst schwarz eingezeichnet. Alle Maßnahmen, die in Richtung der roten Pfeile gehen, verlangsamen die Reaktion. Alle Maßnahmen, die in Richtung der grünen Pfeile gehen, beschleunigen die Reaktion. Die Ionentheorie lässt sich mit großem Erfolg für Ionenreaktionen anwenden. Wenn wir zum Beispiel das zweimal positiv geladene Kobaltkomplex-Ion mit Hydroxid-Ion reagieren lassen wollen, können wir das in einem unpolaren Lösemittel tun oder in einem polaren Lösemittel. Im unpolaren Lösemittel sieht das Reaktionsprofil in der Art und Weise aus. Ein polares Lösemittel stabilisiert nun die Edukte deutlich mehr als den Überhangszustand. Das bedeutet, der Abstand Edukte zu Überhangszustand wird vergrößert, die Reaktion wird verlangsamt. Wenn wir allerdings zwei gleichartig geladene Ionen miteinander reagieren lassen, so ist der Überhangszustand stärker geladen als die Edukte. Das bedeutet, der Übergang zu einem polareren Lösemittel oder zu einer größeren Ionenstärke stabilisiert den Übergangszustand sehr stark, stärker als die Edukte. Das heißt, die Reaktion wird im polaren Medium beschleunigt, wird bei hohen Ionenstärken beschleunigt. Brønsted, Christiansen und Sketchert haben diesen Zusammenhang quantifiziert, den Zusammenhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, Ladungen der beteiligten Ionen, Ionenstärke und die Elektrizitätskonstante des Lösemittels zusammengefasst. Dieser sogenannte Salzeffekt wird auch in dieser Abbildung nochmal zusammengefasst. Wenn wir zwei gleichartig geladene Ionen haben, reagieren sie bei hohen Ionenstärken schneller. Wenn wir zwei ungleichnamig geladene Ionen haben, reagieren sie bei hohen Ionenstärken langsamer. Und wenn wir ein Ion mit einem Neutralteilchen reagieren lassen, ist die Reaktionsgeschwindigkeit unbeeinflusst von Inertsalzen. Eine Reaktion besteht aus der Bildung und dem Zerfall eines Überhangszustandes. Bei der Stoßtheorie rechnet man aus, wie viele Teilchen in der Lage sind, energetisch diesen Überhangszustand bei einem Zusammenstoß zu bilden. Bei der Ionentheorie rechnet man den Stabilitätsunterschied zwischen dem Überhangszustand und den Edukten aus und berechnet daraus die Reaktionsgeschwindigkeit.